28. August 1939, Eintrag in das Kriegstagebuch durch den Kommandanten. Werft der Probung am Skagerrak abgeschlossen. Alarmtauchen zur Übung mit anschließender Tauchübung auf 150 Meter verliefen zufriedenstellend. Maschinenlaufen problemlos, äußerste Kraft, Hartruderlagen ebenfalls kein Problem. AK-Fahrt nicht möglich, der LI ist aber dran. Es scheint aber, als müsste das überprüft werden. Haben von der Flottille den Befehl erhalten, Helgoland anzulaufen. Übernahme von Verpflegung und zwei neue Besatzungsmitglieder. Frisch aus Neustadt, na mal schauen. Angesichts der Lage bekomme ich nicht so gerne zwei neue, das Ding kann schnell kippen. Frankreich und England haben den Polen in der Danzig-Frage Beistand versprochen. Der Franzose macht mir keine Sorge, aber die Royal Navy sehr wohl. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen an Bord von U32. Wir befinden uns immer noch am Skagerrak. Was ist hier jetzt los? Okay. Ja, ich habe ja hier zwei Monitore. Mach mal hier das Look zu. Hallo? Ja, für meine Aufnahme, ne? Und irgendwie bin ich gerade, glaube ich, mit dem Mauspfeil auf den anderen Monitor gewechselt. Ich gehe mal hier hinten auf den, ja, wie heißt das eigentlich hier, diese Plattform? Auf dem Flakturm oder was? Ja, wir sind am Skagerrak. Für alle, die es nicht kennen, ist so an der südlichen Spitze von Norwegen hier, beziehungsweise diese Meerenge zwischen Dänemark und Norwegen. Ja, ein sehr, sehr wichtiges Seegebiet, weil das regelt letzten Endes die Zufahrt zur Ostsee. Also wer den Skagerrak kontrolliert, der hat bestimmt, wer hier in die Ostsee rein und raus fährt. Wir können uns hier frei bewegen, weil wir noch Frieden haben. Wir haben den 28. August. Ich hatte es eben schon vorgelesen. Eintrag in das Kriegstagebuch. Nee, da muss ich es so machen. Und dann kann ich ja. So, genau. Habe ich hier schon. Das habe ich eben vorgelesen. So wird das jetzt auch erstmal, bis mir was Neues einfällt oder bis ich merke, es ist cool oder blöd oder wie auch immer, wird das auch erstmal so laufen, dass wir ja erstmal eine Eintragung aus dem Kriegstagebuch. Ja, soll so ein bisschen wie bei Das Boot dann sein, wo man die Stimme des Protagonisten dann aus dem Off immer hört. Mal gucken. Also wir können natürlich auch persönliche Dinge vielleicht, ui, was ist denn hier los? Persönliche Dinge dann irgendwie anmerken. Mal gucken, ja, wenn es Verletzte gab oder, keine Ahnung, die Enge im Boot nervt oder was auch immer. Mal gucken. Gerne natürlich in die Kommentare, falls ihr da ja, Wünsche, Ideen oder wie auch immer habt. Wir haben Befehl vom, nicht vom BDU, sondern von der Flottille. Ups, ja. Hier ist ein reger Verkehr, aber der macht wenigstens dann das Loop wieder zu. So, wie komme ich denn jetzt hier runter? Bei Alarmtauchen wäre das irgendwie nicht so nice, aber ich glaube, dann steigt der automatisch ein, ne? So, aber mach doch, achso, das muss ich ja selber zumachen. Weil wir kriegen ja hier Wasser rein. Das ist ja nicht so schön. Immer steht schon richtig hier die Brühe in der OPZ. Ich glaube, OPZ haben die damals aber nicht gesagt, ne? Die haben einfach nur Zentrale gesagt. Heute heißt das OPZ. Also rollenspielerisch jetzt, um auf die Karte zu blicken, muss ich an die Karte gehen. Wollen wir das so machen? Ich glaube ja. Also das war der Kurs, den wir in der letzten Folge geplottet haben. Das macht natürlich keinen Sinn, weil wir Frieden haben und dann können wir hier zwischen den Orkneys und den Shetlands durchfahren. Also zum Verständnis, die Orkney-Inseln sind die hier. Und das sind die Shetlands hier. Und hier haben wir Scapa Flow. Das ist mir ein bisschen komisch. Lyness, ja. Naval Base, genau. Scapa Flow, ist das nicht hier? Diese Bucht, ist das nicht Scapa Flow? Ich glaube, die Anfahrt von U47, die war dann von dieser Seite aus. Mal gucken, ob wir diese Mission, wenn wir diese Mission bekommen, dann
Werden wir natürlich da auch mal uns den Einsatz genauer betrachten von Kapitänleutnant Prien. Denn das war eine seemännische Glanzleistung, muss man sagen. Nicht nur taktisch war das hervorragend, sondern auch seemännisch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Willst du hier nicht durchfahren, oder wie? Wie tief ist das denn hier? Oh, okay. Doch, Minus heißt Tiefe. Ja, dann haben wir hier doch 8 Meter. Sollte er wohl bei dem Seegang, so wie das Boot pumpt, ne? Komm, ich mach mal so. Das fährt er jetzt hier auch nicht so dicht dran. Irgendwie traue ich dem nicht so. Guck mal hier. Das ist mir zu flach. Bleib mal hier im Fahrwasser. Zu Befehl. Oh, ist das nervig, wa? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl. Dann machen wir hier eine Südanfahrt. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. So, machen wir das mal. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, dann muss der LI mal nach der Maschine gucken. Ja, also mein Fehler. Vielen Dank für den Tipp mit dem Matrosen. Das war mir bewusst. Allerdings, dieses grüne Ding, ich dachte, das heißt, der hat einen zugeteilt bekommen, weil hier ist es ja so ausgegraut, ne? Aber klar, es muss halt leuchten, ja, sag ich mal. Das ist das Problem. So, dann mal beide Maschinen äußerste Kraft. Jawollo. Bleiben wir mal auf der Brücke und überwachen das. Na also, gucken wir mal, was die Dame so kann. Uiuiui, haben wir das Lug zu? Jawohl. Kriegsmarsch, Verschlusszustand herstellen. Aber haben die, glaube ich, gar nicht gemacht. Ne? Also bei Kriegsmarsch, Verschlusszustand, werden die Schotten alle geschlossen. Für den Fall, dass man eben Wassereinbruch hat. Wassereinbruch oder Gas tatsächlich. Das wird vielen Leuten, die nicht auf ein Kriegsschiff gefahren sind, auch nicht bewusst sein. Moderne Kriegsschiffe schützen sich nicht nur vor Wassereinbruch, sondern auch vor ABC-Waffen, also atomare, biologische und chemische Waffen. Dazu hat jedes moderne Kriegsschiff fährt mit Überdruck. Ui, jetzt geht's aber los hier. Wow, nice. Dann können wir gleich nochmal. Nee, Hartruderlagen machen wir jetzt nicht mehr, sonst gehen wir vom Kurs weg. Aber das scheint doch hier hervorragend zu funktionieren. 16 Knoten machen wir. Ich weiß gar nicht, ob das Fahrt über Grund ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich Fahrt durchs Wasser. Also, jedes Kriegsschiff hat einen Überdruck an Bord. Ne? Also einen. Wie soll ich sagen, einen atmosphärischen Überdruck. Kann man da noch von atmosphärisch reden oder ist atmosphärischer Druck immer ein Bar? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man einen Überdruck an Bord und dann gibt es, also wenn man das Schiffsinnere verlassen will, auch immer ein Schleusensystem. Also man kann nicht einfach einen Außenschott öffnen und ist dann draußen, sondern hat eine Schleuse, also eine Luftschleuse, wenn man so will. Ja, also zwei Schotten und man muss immer erst das eine Schott schließen. Dann schaltet, also bei uns war das an Bord so, dann schaltet, ich weiß gar nicht, auf Fregatten oder so, wie das da geregelt ist, wie viele Schleusen es da gibt oder so. Kann gerne mal, falls ein Fregattenfahrer jetzt gerade zuhört oder ehemaliger Fregattenfahrer, kann er das gerne mal in die Kommentare posten. Also bei uns an Bord, zur Erinnerung, ich bin auf einen Minensucher gefahren. Dann ist man in die Schleuse, also aus dem Schiffsinneren in die Schleuse getreten. Dann hat die auf Rotlicht geschaltet. Automatisch. Ich weiß gar nicht, ob das nur nachts dann war oder ob das tagsüber auch war. Und dann konnte man die Außenschleuse öffnen, also das Außenschott. Und das ist dann auch immer mit so einem Zischen halt richtig aufgegangen. Wow. Mensch, da knallen hier die Brecher gegen den Turm. Sehr schön. Ne? Also man hatte wirklich Überdruck. Blöd war es, wenn zwei Leute gleichzeitig, also einer wollte raus und einer wollte rein. Weil dann hast du halt ganz schön das Shot irgendwie abgekriegt. Ne? Also das war nicht so ohne.
Und das dient eben dazu, wenn das Boot mit atomaren oder biologischen Waffen angegriffen wird, dass eben keine kontaminierte Luft in das Boot eindringen kann, selbst wenn man ein Leck durch Beschuss hat. Und zusätzlich zur Abwehr, so, wir gehen mal wieder unter Deck und werden mal an den Kartentisch gehen. Und zusätzlich war das Boot in der Lage, eine Schutzglocke um sich herum aus Wasser zu bilden. Also man hatte so so Wassernebler, wie so eine Bewässerungsanlage, so Sprenkler, die überall um das, außen am Boot befestigt waren, und die haben dann eben eine Wasserglocke um das Boot gemacht. Und wenn eben ABC-Alarm war, ne, dann hat man sich so vor kontaminierter Luft halt geschützt, weil die dann eben vorher durch das Wasser abgewehrt wurde. Also, ja, ich glaube, das weiß man einfach nicht, wenn man selber nicht bei der Marine war, weil, darüber redet einfach keiner. Ist ja wenig spektakulär so, ne, weil man redet über Waffensysteme und so weiter, aber man redet eben nicht über sowas so. Und jetzt würde ich sagen, ach so, ich möchte mit euch gerade nochmal was besprechen. Und zwar gehen wir mal hier, ach so. Guten Morgen. Irgendwie fände ich es intuitiver, wenn die Maschine rechts wäre und der Bug-Torpedoraum links. Aber das ist, glaube ich, jetzt eine persönliche Meinung. So, und zwar der Smoot. Also, ich habe das ja gemoddet, ja. Ich vermute mal, das ist diese Total U-Boat Unlimited oder irgendwie so. Ich habe es in den Kommentaren ja stehen, wie die Mod heißt, ja. So, wir haben Essen für 16 Stunden, deswegen auch der Befehl jetzt von der Flottille zur Übernahme von Verpflegung, Kurs Helgoland. Also wie gesagt, da hatte ich ja schon gesagt, ich muss da ein bisschen Erfahrungswerte sammeln, weil wir einfach zu wenig zu essen an Bord haben. Also beim Vanilla reicht das, glaube ich, was wir da jetzt mit haben. Aber hier, wenn ich das jetzt alles aus der Kombüse rausmache, so, dann kommen wir auf einen Tag und 10 Stunden, immerhin. Müssen wir mal ein bisschen experimentieren. Jetzt machen wir mal Gemüse hier noch rein zu den Kartoffeln. 15 Stunden, einen Tag. Ja, keine Ahnung, ja. Also, machen wir Kartoffeln mal weg. Transferieren. 11 Stunden, einen Tag. Mal Speck und konserviertes Schweinefleisch. Wahrscheinlich gepökelt, Pökelfleisch. 13 Stunden, einen Tag. Keine Ahnung, muss ich das jetzt irgendwie, hat irgendjemand Erfahrung mit der Mod? Wie gesagt, ihr findet den Namen Unlimited U-Boat oder U-Boat Expanded, glaube ich, heißt das, genau. So, von daher, also wir können, glaube ich, jetzt auf halbe Fahrt gehen und den Kameraden hier auf den Bock schicken. So, dann Kapitän. Gehen wir mal hier mal, weil der ja gerade am Kartentisch steht, und dann nehmen wir mal Kurs Helgoland. Ach, wir haben guten Musiker machen, das bringt jetzt eh nichts bei dem Schnellvorlauf. Ach so, ja, eins wollte ich noch sagen. Also, dieses Let's Play ist demonetarisiert. Ich habe tatsächlich jetzt, ich habe ja letzte Folge aufgehört mit zwei alten U-Boot-Liedern, Märschen. Das war einmal U-Boote fahren, so nennst du jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt. Und dann eben gegen England, ja. Ich habe einen Content-ID-Claim gekriegt aus Australien. Ich darf das Lied benutzen, die wollen aber die Werbeeinnahmen mit mir teilen. Und da könnte ich im Strahl kotzen, dass jetzt ein Australier, ich habe ja keine neue Aufnahme oder so, ja, das ist eine Aufnahme von damals, der hat dann die Rechte für, weiß nicht, Malaysia in Indonesien, Australien, Neuguinea oder also so dämliche Länder, entschuldigt bitte, aber irgendwelche Länder ferner liefen, ja, wo das egal ist. Aber trotzdem, ja, wieso hat jetzt irgend so eine australische Kiste da ein, achso, was wir mal, wir können auf jeden Fall ihmchen hier mal einen Matrosen zuteilen. So, dann, genau, dann sehen wir nämlich ein bisschen weiter. Ja, und das sehe ich irgendwie nicht ein, ja, also bei aller Liebe,
Aber das ist doch immerhin, sage ich mal, der Sound, womit ja unsere Brüder, unsere Väter, unsere Großväter, unsere Großonkel, unsere was auch immer, also unsere Vorfahren, mit diesem Lied auf den Lippen wurden sie da in den Tod geschickt und letzten Endes ja auch gegen australische Einheiten. Und da sehe ich es einfach überhaupt nicht ein, dass der daran Geld verdient. Also, wenn es das Bundesarchiv wäre oder irgendwie, weiß ich nicht, von mir aus die Deutsche Marine oder irgendein Veteranenverband oder so, da würde ich ja nichts sagen, ja. Aber irgendeine Klitsche in Australien, der da irgendwie billig an diese Rechte gekommen ist von gegen England. Also, ich weiß es nicht. Ich finde es einfach unpassend und unangenehm und irgendwie ist es auch ein bisschen deutsches Liedgut, was jetzt bald 100 Jahre alt ist und irgendwie, dass da jetzt jemanden Reibach mit meinem kleinen YouTube-Kanal macht, sehe ich nicht ein. Von daher habe ich die Monetarisierung selber ausgeschaltet. Wollt ihr dieses Projekt unterstützen, dürft ihr gerne eine Kanalmitgliedschaft hier anstreben für 1,99 im Monat. Wenn nicht, ist oh, egal, kommt ihr aber hier als Kanalmitglied an Bord, dann ist euch hier ein Offiziersplatz sicher. So, Kommandant fährt natürlich hier persönlich den Anleger. Ansonsten, wenn ihr hier an Bord anmustert, ja, die Marine ist kein Wunschkonzert. Vielen Dank für die Versetzungsgesuche, die ich bisher erhalten habe. Es waren leider bis jetzt nur zwei. Ich hoffe doch, es muss dann noch ein paar Leute an Bord an, aber das wird schon, bin ich mir sicher. Aber ihr fangt natürlich hier an Bord im besten Fall als Fähnrich an, ja, und selbst dann seid ihr ja hier quasi ein Mannschaftsdienstgrad. Schönes Beispiel für einen Fähnrich ist der an Bord hier von U96 bei dem Film Das Boot, der mit der Französin da, mit Françoise, da eine Liaison hat. So, hier haben wir die Kaimauer von Helgoland. Wo ist denn der rote Kreidefelsen? Ist das? Och Leute, das ist leider ganz schön lieblos. Also ich finde, Helgoland ist eine Landmarke, das bei einem Schiffsspiel ja mindestens so aussehen darf wie bei Microsoft Flight Simulator. So, dann schauen wir mal. Kann ich das irgendwie auch feststellen hier? Nee, ne? Also, dass es hier auch bleibt. Ich weiß nicht, ob das auch an der Mod liegt oder was. So, wir fahren Kurs 117 Grad. So, Ruder 10 Grad Backbord. Legen Sie den Kurs an! Liegt 10 Grad Backbord. Ruder 20 Grad Backbord. Legen Sie den Kurs an. Wir können schon ein bisschen weiter eindrehen. So, ja, ich habe meinen Kaffee vergessen, Kameraden. Der MVD mir den Kaffee nicht gebracht auf die Brücke. Der die Kaffeemaschine gerade im Hintergrund gehört. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Aufnahme schon. Ich denke, ah, okay, wir müssen gerade mal Ruder mittschiffs. Legen Sie den Kurs an. Ruder liegt mittschiffs. Das passiert mir irgendwie gerne, dass ich die Kaffeemaschine vergesse anzumachen und dumm ist, wenn da noch die Tasse Kaffee drunter ist. Die wird ja danach nochmal durchgespült, so ein Vollautomat. So. Und dann kriegst du die Spülung da auch noch in deine Tasse rein, aber letzten Endes ist es ja nur Wasser, also von daher. Okay. Huch. Seemann. Ja, okay. So. Ruder 20 Grad
Backbord. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ruder liegt 20 Grad Backbord. So. Ruder hat Backbord. Kurs setzen. Ich glaube, wir müssen da hinten an die Kaimauer ran, ne? Hier irgendwie. Und dann bekommen wir zwei neue. Schauen wir mal, wie die Jungs so drauf sind. Kommen direkt aus Neustadt. Kisten, sagt man bei der Marine heute. Ich weiß nicht, was man damals gesagt hat. Ja, was der Fuchs ist, glaube ich, beim Heer, ist die Kiste bei der Marine. Kiste, weil erstmal eine Kiste Bier spendiert wird für die Messe, wenn man an Bord kommt. Daher der Begriff Kiste. Kiste. So, da haben wir Flakstellung. Ist eine 8-8 oder was, die da steht? Sieht so aus, ne? Ziemlich geniale Waffe, die 8-8. Haben wir übrigens hier auch an Bord. Allerdings natürlich ein anderes Geschütz, ne? Und das ist nur das Kaliber, was identisch ist. Es ist nicht diese 8-8. Die hat halt eine extra... also das Projektil verlässt ja den Lauf mit einer extrem hohen Geschwindigkeit, logischerweise, wenn man bis auf 10.000 Meter Höhe schießen muss. Und das hat diese Waffe dann halt auch so erfolgreich im Panzerabwehrkampf gemacht. So. Hier haben wir die Außenmole. So, Ruder hat Backbord. Legen Sie den Kurs an. Maschinen langsame Fahrt. Aber das gefällt mir irgendwie. Aber die stehen ja wirklich da oben drauf, ne? Aber das muss irgendwie besser gehen, ja? Also man kann ja auch hier gut stehen normalerweise. Hier komme ich gar nicht hin. So. Aber so ist eigentlich ganz gut. Oder mit Schiffs. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gucken wir, dass wir da nicht zu dicht an der Mole langkommen. Ruder 10 Grad Backbord. Legen Sie den Kurs an. Oder müssen wir da anlegen? Bin ich falsch? Muss leider mal hier gucken. Nee. Gott, dass der da sofort ans Uzo geht. Also das wünsche ich mir auch gemoddet, ja. Oder mit Schiffs. Das nervt total, also wirklich. Ich würde, also, was ich so auf Gefechtsstation, ja, einen extra Knopf machen und eben auch Uzo auf Brücke halt, ja, dass das, also das ist so wertvoll, dieses Ding. Das ist die Zieloptik. Das ist so wertvoll, das Ding. Das ist nicht die ganze Zeit den Gezeiten ausgesetzt, ne? Auf gar keinen Fall. Gespannt, ey. Fahren wir jetzt hier einen Anleger. Oder 5 Grad Steuerbord. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ruder mit Schiffs. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, gerne schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr jetzt davon haltet, ja, dass wir hier händisch anlegen. Aber wie gesagt, es soll ja ein Rollenspiel werden, es soll ein Slowplay-Let's Play werden und so. Und ich glaube auch, alle, die solche Spiele spielen, die machen das nicht, um permanent Action zu haben. Ist so wie Arma-Spielen, ne? Also man kann Call of Duty spielen als 12-Jähriger, aber wenn man irgendwie ein bisschen reifer ist und so, man will einfach ein bisschen mehr haben, als auch immer nur was im Fadenkreuz und die linke Maustaste drücken, halt, ja. Und dann spielt man halt Arma, halt, ne? Und
Oh, ich dachte schon wieder, das crasht das Game. So. So, dann beide kleine Fahrt. Gehen wir mal hier auf Steuerbordseite. Okay. Das stört. So. Mein letzter Anleger, den ich selber gefahren habe, das ist ewig her. Ich habe einen Segelschein. Das ist aber, also ich ja, habe den gemacht mit, ich glaube, 16 und bin mal beim Kumpel mal mitgefahren auf dem Katamaran. Klar, so auf größeren Yachten oder so habe ich auch mal einen Segelturn mitgemacht. Aber so selber einen Anleger gefahren, das ist seit meiner Prüfung quasi das letzte Mal. Und ein Arbeitskollege, der hatte an einem Baggersee, hatte der zwei Katamarane, aber so, also so kleine Katamarane, ne? So Mutter- oder Mitschiffs. Kleine Katamarane und das ist geil, ne? Also wirklich so ein Zwei-Mann, ein Hobby und ein Laser oder so. So hart Backboard, oder hart Backboard. Bei der Maschine stopp. So, langsam Fahrt zurück. Kleine Fahrt zurück. Maschine stopp. Schneller, schneller! Und jetzt muss man, glaube ich. Nein, 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 nein. Oh Gott. Jesus Maria, ey. So, beide kleine Fahrt zurück. Da hast du normalerweise erstmal das Drehmoment von der Schraube, glaube ich. Das dauert ein bisschen, bis das Ruder dann wirkt, ne? So, bei der Maschine stopp. Schneller, schneller! Oder mit Schiffs. Legen Sie den Kurs an. Probieren wir mal, ob das. Oh, das war ein bisschen zu viel. So, kleine, beide kleine. Schneller, ja, das schneller. War zu viel mit der. Was ist das hier? Stop. Laden der Batterien. Ach nee. Okay. Auf E-Maschinen. So, 5 Grad Steuerbord. Legen Sie den Kurs an. Maschinenstopp. Single Steuerbord. Legen Sie den Kurs an. Probieren wir mal. Weiß gar nicht, ob der dann das, ob das dann funktioniert, ja? Irgendwie. So, beide kleine Fahrt. Schneller, schneller! Schneller, schneller! Was man halt so sagt beim Anleger. Schneller, schneller, los, los! Ja, wir sind auch einmal ganz schön mit unserem Boot, ne? Also bei meiner Fahrtszeit. Ah ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Hab ich den Anleger jetzt geschafft? Scheint so, ne? Oder? Nicht? Haha, nice. Mein erster Anleger. Ja, da war es auch ganz schön windig gewesen und irgendwie hat unser Kommandant halt, oder ich weiß gar nicht, vielleicht hat auch der 1-4 oder den Anleger gefahren. So, wir gehen mal vom Bord. Vielleicht hat auch der 1-4 den Angriff gefahren, den Anleger gefahren. Auf jeden Fall, ja, kamen wir ganz schön schnell auf, ne, nicht vergessen, Mitte der Stelle stehen bleiben, Front zur Flagge, Flagge grüßen und von Bord. Und wir sind ganz schön schnell auf die Pier zugedriftet, ne? Und beim Anlegermanöver war ich immer bei dem Personal dabei, die Defender geführt haben. Also man muss ja zwischen Schiffskörper und Pier, ne, hat man Fender. Ein paar sind fest an der Reling angebunden. Also die sind quasi stationär und ein paar Fender sind eben mobil und die bringt man dann dahin. Laufschritt ist jetzt nicht sehr rollenspielerisch, aber ja.
Sonst dauert es, glaube ich, irgendwie echt zu lange. Ja, und dann die anderen werden halt dahin gebracht, wo Noda Mann ist, sozusagen, ja, wo sie gebraucht werden. Wo ist denn der Hafenmeister? Hier in der Hütte. Ist das wieder dieser Assi, ne? Und wir sind mit dem Bug halt zuerst ganz schön schnell rein und dann hat der Decksmeister dann geschrien, auf, nach vorne, hopp, schnell, 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 schnell. Und ich habe dann da meinen Fender dazwischen, ich dachte, das Ding platzt, ne? Ey, das sind ja Kräfte, die da wirken, das ist einfach so respektseinflößend, ne? Also das hat ganz schön gerumst, also das Stahl ist aber nicht auf die Pier gedotzt, sondern wir haben es geschafft, da wirklich alle Fender da noch dazwischen zu bringen und aber das hat sich halt massiv angehoben, das Boot, ne? Das war echt beeindruckend. Zeigen Sie mir, was Sie gelagert haben. Was brauchst du, Heckerlein? Entschuldigung. So, also ja, keine Ahnung. Also, Dosenbrot. Ein Standardlebensmittel. Verbringen Sie die Lebensmittel in die Kombüse, damit der Smoothie ein Gericht zubereiten kann. Ein Standardlebensmittel. Eine gewöhnliche Lebensmittelration. Was Masse? Was heißt das denn? Das hat auch alles Gewicht. Wir nehmen auf jeden Fall die Kartoffeln komplett mit, oder wie? Also sind wir ein Tausender los. Wir nehmen Brot komplett mit. Oder mache ich jetzt dummen Sinn? Käse, warte mal. Käse machen wir mal mit Shift. Dann nehmen wir mal 150 Käse mit. Köstlicher Käse. Jetzt kriege ich Lust auf Käse. Was ist das? Pinkelwurst hier oder was? Kennt ihr Pinkelwurst? Schön mit Grünkohl. Jetzt ist wieder die kalte Jahreszeit, gibt es wieder Pinkel mit Grünkohl. Guck mal, das ist umsonst. Das nehmen wir auch komplett mit. Dosenbrot. Das ist auch guck mal. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel essen? Käse ist echt teuer und Brot ist auch teuer. Unser gesamtes Budget ist weg, ne? So. Dann machen wir mal. So, Allemannsmanöver. Übernahme von Verpflegung. Schauen wir mal jetzt, ja? Nicht mal einen Monat, Leute. Nicht mal einen Monat. Ist die Mod scheiße? Mache ich was falsch? Oder Hilfe? Also, wir können nicht mal einen Monat auf See bleiben. Ich meine, come on. Guck mal. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal, Senor Kaloy. Na, wie ist es? Schau mal. Wer ist das? Nein, wir regen uns nicht drüber auf. Wir haben das einfach nicht gehört. Dosenbrot. Gibt's aber jetzt kein neues. Dosenbrot. Voll gut. Und ist auch die Kombi irgendwie wichtig? Ich weiß, dass es für die Moral irgendwie wichtig ist, ja? Aber sinkt... Also wenn ich jetzt hier die Kartoffeln zum Beispiel in die Kombüse packe. Haben wir... Transferieren. Und das Fleisch. Transferieren. Geht es dann auch schneller weg, das Essen? Ja, voll. Es ist eine Katastrophe. Also ich meine, wie soll ich denn hier Geld verdienen? Oder kriege ich so viel mehr? Krass, wie das hier. Trockendock. jetzt haben wir eine Seeausdauer von 30 Tagen. Nicht mal 30 Tagen. Ich meine, da ist unser Einsatzgebiet, ja? Wir verhungern doch. Also, das nützt ja nichts. Wir müssen. Also, komplett hier alles aufkaufen, was geht. Was brauchst du, Herr Kaloy? Aber irgendwas ist doch schief hier, oder?
Ist das so gewollt, ja, oder was? Fisch noch. Brutal. Ja, und noch 300 Kartoffeln. Aber klar, ja, also 50 Mann, die jeden Tag ein Essen, ich meine, da muss man ja auch was mitnehmen, ja. Also das ist schon richtig, aber diese Bezahlkiste ist dann irgendwie scheiße, ne? Torpedos kosten jetzt ja auch, ja, Trafto, also das wird ganz schön schwer, das Boot hier. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir nochmal umsonst hier Dosenbrot kriegen. Und verschimmelt das denn auch? Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Yes. Dosenbrot. Hä? Ich weiß nicht, vielleicht, also ob das irgendwie so cool ist. Wo ist mein Dosenbrot? 149. Okay, jetzt gucken wir mal. Aber das ist schon heftig, also. Na super. Ich kotz. Ich kotz im Strahl. Zutaten, getrockneter Fisch und getrocknete Kartoffeln. Wir sind schon so lange auf See. Ja. Oder im Hafen, also je nachdem. Ja, sag mal was dazu. Keine Ahnung, also ich bin, also vielleicht mache ich auch irgendwas komplett falsch, ja? Dann. Wir gucken uns mal die Mannschaft jetzt an. Wir haben ja zwei neue. Also es ist ein echter Dämpfer für mich jetzt, ne? Also. Aber vielleicht verpeile ich irgendwas und irgendjemand kann mir hier helfen. Dienstpläne. So, fangen wir einfach oben an. Muss ich mal die Personalakte gerade mal schnappen. Die habe ich hier. Okay, der erste ist Kamerad. August Hanheide. Willkommen an Bord, mein Lieber. Vielen Dank für dein Versetzungsgesuch. Dann gucken wir mal, korpulent bist du natürlich nicht. So, machen wir den hier schön in die Mitte. Was kriegst du an? Du hast keine Wünsche geäußert. Wie gesagt, ich mag das ja hier fast am liebsten, ne? Diesen Pulli hier. Also diese Hemden finde ich alle furchtbar. Vor allem die gehen gar nicht. Bisschen seemännisch darfst du wohl aussehen, ne? Sind eigentlich immer die gleichen auf der Brücke, weil dann muss man mal, das Brückenpersonal kriegt dann andere Klamotten an. Rollkragenpulli, wie sieht's aus? Und Mütze, kriegst du mal eine Bordmütze. Sieht doch schneidig aus, oder? Frisur passt. Haare rot, hast du da einen Wunsch? Kannst du gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich es mal so belassen. Ist so ein schneidiger Soldat. Sehr schön. So, nächster ist auch leicht korpulent. Ja, du kannst auch mal drei Runden über den Musterungsplatz laufen. Und dann passt das. Was haben wir denn hier? Christian Peters. Ja, Peters, der Nachname meiner Mutter. Von daher. August war der andere. Sorry. Christian Peters. Von daher ein schöner, starker norddeutscher Name. Gefällt mir sehr gut.
Bordmütze wolltest du haben. Ist aber auch eine schneidige Frisur. Blond lasse ich jetzt erstmal, es sei denn, du erhebst hier. Gehst du auch kurze Haare. Was wolltest du? Hose, Gürtel haben wir. Ein lockeres grünes Hemd. Ob ich hier den Wunsch erfüllen kann, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Das wäre locker. Das ist aber auch das höchste der Gefühle, dass hier an Bord geduldet wird. So, ja, willkommen an Bord. Kamerad Peters und Han Heide, richtig? Jawohl. Sehr schön, freut mich, dass ihr an Bord seid. Sehr gut. Aber wie gesagt, ne, also ihr müsst euch hocharbeiten. Und also das geschieht natürlich dann auch nach ja, Verdiensten, ne, was die Kameraden hier dann geleistet haben an Bord. Und konnte man nicht auch irgendwie, also wenn man Besatzungsmanagement, habe ich ja glaube ich auch auf schwer, dass man da Rollen vergeben kann. Ach, warte mal, vielleicht ist das sogar im... Dieser Knopf ist auch irgendwie komisch. So, ich gehe mal eben hier. Tätigkeitsfeld. Nicht zugeteilt. An Bord. Naja, kommt vielleicht noch mit Erfahrung dann. Ihr werdet natürlich auch dann mit ins nächste Let's Play übernommen, wenn ihr euch hier bei mir an Bord anmustert. Und ja, wenn wir die Besatzung nicht vollkriegen, dann wird die natürlich dann im neuen Let's Play aufgefüllt. Aber ja. Na, also verdiente Soldaten. Ich bin eine treue und loyale Seele. Verdiente Soldaten werden natürlich hier nicht vergessen. Ja, dann würde ich sagen, wie viel Uhr haben wir denn? Würde ich sagen, wir laufen um 6 Uhr aus. Es sei denn... Nee, also das ist jetzt... Warte mal. Das ist halt blöd. Okay. Es ist ja auch taghell. Also sind dunkle Nächte... Kann ich die Option dunkle Nächte jetzt eigentlich hier anmachen? Grafik. Texturauflösung sehr gut. Geht es noch höher? Nee. Gameplay. Kann man nicht ändern, ne? Stopp der. Nee. Video. Autosave. Da, dunkle Nächte. Ich mach mal an. Ah. Es ist schon ein bisschen cooler, tatsächlich, ne? Wie viel haben wir jetzt? Es ist schon cooler, Leute. Das bedeutet natürlich für euch, dass ihr bei... Ja, das ist schon cooler. Ja, wir machen dunkle Nächte. Wir probieren es mal aus. Okay, dann würde ich sagen, wecken wir mal den Kommandanten. So, Arise, Arise, aufstehen. Peters, der Funker. Wolltest du nicht sogar auch Funker werden? Ich hab's jetzt nicht mehr so richtig. Das wäre ja witzig. Hoch, jetzt bin ich hier auf dem Desktop. Jawohl. Peters. Ist das ein anderer Peters? Haben wir einen zweiten Peters an Bord? Oh, entschuldige, ich hab dich auch falsch geschrieben.
Peters. So, entschuldige bitte. Da. Nee, es ist ein anderer Peters. Ah ja, aber hier ist. Nee, das ist. Ich bin irritiert. Kommandant liegt schon wieder auf dem Bock. Was ist denn jetzt hier los? Aufstehen. Peters. Ist das unser Neuer? Aber der hat irgendwie keine Botten. Nee. Peters. Sorry, Leute, ich muss mal. Eigentlich. Christian Peters. Warum hat er keine Bordmütze auf? Dann ist das so. So, Kommandant, geht mal hier. An. Uns Radio. Zum Wecken machen wir mal ein bisschen Musik. Arise, arise, aufstehen! Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Putzfrau vögelt. Und ist das Schiff auch noch so klein? Die Putzfrau will gevögelt sein. Arise, arise, aufstehen! Na gut, dann, wir haben keine Positionslichter, dann machen wir den Scheinwerfer an stattdessen. So. Auf Manöverstation! So, Boot klar zum Auslaufen. So, die liegen alle noch im Bett. So, Ruderanlage besetzen, Funkbereich überwachen und Karte überwachen. Auf Manöverstation! So, Boot klar zum Auslaufen. Achterleine los. Bugleine los. Beide Maschinen, kleine Fahrt. Schneller, schneller! So, Ruder. 5 Grad Steuerbord. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kommen wir da rum. Bestätigt. So, Ruder. 10 Grad Steuerbord. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Mit dem Heck da nicht dagegen kommen. Ei, ei, Herr Kaloy. Die Mucke, ey. Ja, auch das ist jetzt ein Grund, ne? Also ich werde halt für die Mucke hier, werde ich wahrscheinlich irgendwelche Content-ID-Claims kriegen. So, Ruder hat Steuerbord. Kurs setzen. Bestätigt. Ruder liegt hat Steuerbord. Ja, schade, dass wir keine Positionslichter hier haben. Ne, also das gehört nun mal zu einem Schiff auch dazu, wie alles andere auch. Erleuchtung von Helgoland. Okay. So, Heck ist frei. So, Ruder Midschiffs. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Beide Maschinen langsamer Fahrt voraus. Schneller, schneller! Was ist das für ein Song, ey? Ach, sieht doch schon geil aus, ne? Das Meer ist wirklich das geilste Meer, was ich jemals in einem U-Boot-Simulator oder Schiffsspiel oder wie auch immer gesehen habe. Es ist, sieht so fantastisch aus. Auch hier der Schaum. Und die Wellen, wie die. Also, das sieht so grandios gut aus, finde ich. Neumond. Oder ist es Vollmond, ne? Neumond ist dunkel, oder? So, Helgoland. Ja, wollte ich mir immer mal angucken, die Insel Helgoland. Ich habe es in meinem Leben. Das ist eine auf meiner Bucketlist. Bevor ich sterbe, will ich mal auf die Insel Helgoland gefahren sein. Aber ich weiß, das hat es irgendwie nie ergeben. Ist immer irgendwas anderes. Früher gingen da, glaube ich, so Butterfahrten hin, ne? So, beide Maschinen halbe Fahrt. Schneller, schneller! Unter Palmen. Ferien vom Krieg. Warum soll ein Fallschirmjäger nicht auch zu Was? Hat er gehört?
haben mit einem von den Engländern noch übrig gelassenen Fischkutter organisiert. Nun geht es hinaus auf die Fluten der Ägäis. Ah ja, geht's da um Fallschirme über Kreta. Das war eine Folge des Lanzers. Kennt ihr diese Heftchen noch, der Lanzer? Habe ich als Kind hundertfach gehabt. Mein Opa, der hatte mein Interesse für den Zweiten Weltkrieg, hat er immer sehr unterstützt, sag ich mal, hat irgendwelche Dokumentationen aufgenommen für mich oder mir Bücher gekauft, Spielzeug natürlich total viel. Und dann eben auch so Lanzerhefte. Hab's geliebt als Kind. Das waren so meine Kinderlektüren, ne? Also ich habe Lanzer gelesen oder Geschichtsbücher. Ich habe nicht Hani und Nani gelesen oder sowas, sondern eben, ja, mein erstes Buch, was ich gelesen habe, das habe ich sogar noch im Keller. So ein 800-Seiten-Wälzer oder 600-Seiten-Wälzer oder so über den kompletten Zweiten Weltkrieg mit fantastischen Bildern und so. Wirklich ein richtig, richtig geiles Buch. Der Zweite Weltkrieg. So, wir machen mal da den Scheinwerfer aus. Okay, dann würde ich sagen, kann der 1-4-O übernehmen und unsere Dame auf See schicken. Wir können natürlich in Friedenszeiten auch den Ärmelkanal nehmen, ne? Wir haben ja Frieden, also falls natürlich Krieg ausbrechen sollte, was ich nicht glaube, dann wären wir da in einem sehr brisanten Seegebiet, aber ich würde sagen, wir kriegen Befehl vom BDU, die Orkneys anzusteuern. Und die Passage zwischen Orkneys und den Shetlands zu nehmen. Ja, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. So, das Boot dreht ein. Wirklich eine wunderschöne Nacht hier. Kein Offizier auf der Brücke. Herr Kaloy. Da geht der 1-4-O mal hoch. Ja, siehst du, wusste ich, es geht um Kreta. Also es passt leider zeitlich nicht, ne? Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist auch für die Modder zu viel verlangt, oder? Ich weiß es nicht. Na, also hier könnte man jetzt Rotlicht schalten, ja? Seht ihr das? Ne, weil hier dieser helle Lichtschein. Das will man durch Rotlicht vermeiden. Wir machen das mal. Gucken uns mal an, wie sich das verändert. Und das sieht man halt jetzt. Also wenn du von hinten auf das Boot guckst, dieses weiße Turmlug, das sieht man halt kilometerweit. Ne? Das ist halt völlig übertrieben. Macht ihr jetzt auch Rotlicht an, oder? Oder ist es jetzt hier? Ah, okay. Lol. Ja, das ist natürlich absurd ist, ne? Na, also, das ist die Aufgabe von Rotlicht. Dass dieses Turmlug eben nicht mehr weiß scheint, sondern weil man sagt, dass sich rotes Licht auf Distanzen irgendwie nicht so gut durchsetzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber die eigentliche Funktion des Rotlichts ist genau das und genau das wird hier im Spiel nicht abgebildet. Das ist bitter. Also nochmal, falls du Modder bist, nimm dich doch bitte mal diesen Beleuchtungen an, weil das ist einfach. Ah ne, ich muss hier auf normales Licht machen, weil das einfach nicht richtig ist. So. Braucht ihr eine Kippe hier? Ne, das ist auch nicht so ohne. Also jeder, der bei der Bundeswehr war, hat Sehen und Hören bei Nacht im Biwak bestimmt mal gemacht. Ich meine, die vom Heer sowieso. Und so eine Zigarette siehst du auch kilometerweit, ne? Also wirklich, das ist unglaublich, wie weit du das siehst. Und auch Stimmen in der Natur, wie weit man Stimmen hört, das ist auch unglaublich. Ja, ihr Lieben.
Wir laufen aus. Ja, zur ersten Fahrt. Feindfahrt kann man das natürlich noch nicht nennen. Ich hoffe natürlich, dass sich die Lage in Danzig beruhigt. Aber es ist schon merkwürdig, dass der BDU uns anweist, um England herumzufahren und nicht den, den Kanal zu nehmen, weil der Kanal einfach kürzer ist. Das würde Brennstoff sparen. Also von daher kann ich mir da das nur so erklären, dass der BDU da einfach mehr weiß als wir hier an Bord, was die Danzig-Frage und die Spannungen zwischen Polen und Deutschland angeht. Vielleicht rechnet man ja tatsächlich mit einem Angriff Polens ja, auf Deutschland. Aber ich bin sicher, dass Deutschland sich im Falle eines Angriffs durch Polen zu verteidigen weiß. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich denke mal, sie wird sehr ereignisreich werden. Und ich hoffe natürlich, du bleibst meinem Let's Play erhalten. Liken, abonnieren und kommentieren hilft meinem Kanal wirklich sehr. Von daher schon mal danke an alle, die das Video nicht nur gucken, sondern auch kommentieren und liken. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao. Und zum Schluss schwimmt es. Man kann nie wissen. Mensch und Maschine stehen bereit zum Sprung auf Kreta.